Irgendwie brennt es da. Ist da irgendwas? Sieht mir danach aus, als wenn da gerade irgendwie ein Meteorit eingeschlagen ist. Herzlich willkommen zurück zu Age of Hexes. Beim letzten Mal haben wir den Tower of Doom so mehr oder weniger geklärt. Und ja, meine Taschen waren doch etwa sehr voll. Dementsprechend habe ich erstmal vor, zurück in die Stadt zu gehen. Um mal meine Taschen zu entleeren. Und im Endeffekt soll es danach direkt weitergehen. Mit der Suche nach ein paar Electrical Essenzen. Oder Electric Essenzen, weil ich die immer noch nicht habe. Des Weiteren habe ich heute eine Info gekriegt, die mich leider nicht ganz so erfreut, aber dazu denn in einem der nächsten Parts mehr. Da muss ich mich nochmal mit dem Online-LP und so weiter auseinandersetzen. Ja. Wie gesagt, erstmal mache ich meine Taschen leer. Danach geht die Suche weiter. Weil ich will mein Electrical Staff haben. Und zwar ganz schnell. Und sobald ich meinen ersten Electrical Staff nämlich habe, geht's direkt weiter auf die Suche. Dann bin ich nur etwas fixer unterwegs. Ey, eine Möwe. Ne, ein Adler. Upsala. Der Tower. Mal eben gucken, ob der schon geklärt ist. Das werde ich ja gleich sehen, ob die Truhe... Ja, ist nur noch Crap drin. Ich glaube, der Tower wird schon geklärt sein. Ist hier auch Licht. Sieht mir sehr danach. Oh. Könnte auch sein, dass der Tower noch nicht geklärt ist. Ich schmeiß mal eben alles, was ich hier habe, in meine Tasche. Thief Boot, sehr schön. Und wie gesagt, dann gehe ich nochmal hier in den Tower gucken. Wie man sieht, alle beide Rucksäcke sind proppenvoll gefüllt bis aufs Letzte. Da unten gibt es sogar noch Spawner. Ah. So, die Äpfel nehme ich mit. So, mal eben die Scheiße abbauen. Ach komm, nerv nicht. Weil ich die Hoffnung habe, dass ich hier vielleicht doch noch was finde. Ich meine, wie gesagt, hier ist nur noch eigentlich Mist drin, ne? Also kannst und hier die Steine, die lassen auch vermuten, dass hier nichts mehr ist. Aber ich gebe das nicht auf. Ich gehe gucken, was ich noch finde. Das ganze Essen nehme ich mit, die Kohle natürlich auch. Meine Bücherregale habe ich auch noch irgendwo in einer meiner Truhen, in einem meiner Rucksäcke. Die werde ich auch mitnehmen. So, Nether Ward brauche ich auch nicht. Autsch. Jetzt bin ich ganz unten. Hier gibt es Sexical Essenzen, ein paar Emeralds, ein Dark Staff, ein Healing Staff. Das ist alles nicht ganz das, wonach ich suche, aber erstmal mitnehmen, weil es ist besser als gar nichts. So, kann ich hier noch was von irgendwo loswerden? So, ein paar Slots habe ich wieder frei. Dann nehme ich das. Ach, den Nether Ward brauche ich nicht. Nehme ich die Stiefel noch mit. Sehe, es geht noch tiefer runter. Vielleicht werde ich ja noch überrascht. Nein. Thief Boots habe ich. Das Ding brauche ich nicht. So, hüpfen wir mal eben wieder hoch. Und gucken, ob hier noch in der Truhe was drin ist. Slime Sword, Güsersamen, die nehme ich auch mal mit. Ja, es geht weiter. Ups. Meine Schuhe und meine Rüstung sind noch soweit eigentlich okay. Ich kann mal gucken, ob ich meine Schuhe vielleicht repariere. Und sonst, wie gesagt, die Taschen leeren und weiter geht's dann. Hier geht's immer noch nicht raus, hier bin ich draußen. So, ich muss in diese Richtung. So, ungefähr so schräg. Komme ich da auf den Baum? Ich denke mal schon. Ja. Ein bisschen abgekürzt das Ganze.
Und gleich müsste auch das Dorf erscheinen. Auf der Minimap. Ja, da vorne ist es. Mein Haus will ich eigentlich ganz gerne noch ein bisschen umbasteln. Das habe ich aber auch schon mal erwähnt gehabt. Und irgendwie brennt es da. Ist da irgendwas? Sieht mir dann auch aus, als wenn da gerade irgendwie ein Meteorit eingeschlagen ist. Habe ich recht? Ja. So. Dann will ich das mal herausfordern. Denn für die Leute, die das noch nicht wissen, ich könnte hier was Lustiges erwarten. Deswegen bin ich auch so ein bisschen auf Distanz mit dem Klappen. Weil ich doch ein bisschen Angst habe, dass es mich doch früher erwartet als gedacht. So, da nicht. Da auch nicht. Dann sammle ich einfach nur mich jetzt fleißig meine Meteor-Chips. So. Nö, aber es sieht nicht danach aus, als wenn ich dieses Glück haben würde. Wäre zwar lustig gewesen, aber es sieht nicht danach aus. So. Ne, dann lasse ich's. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. Und was mir auffällt, hier in dieser Gegend, da stürzen aktuell ganz schön viele Meteoriten rein. Erst neben meinem Haus, jetzt hier. Wo soll das nur hinführen? Mein Haus muss ich auch nochmal wieder ein bisschen reparieren. Aber das mache ich dann auch. Oh, obwohl, das könnte ich vielleicht auch jetzt gleich noch machen. Ja, truhenmäßig ist das alles ein bisschen sehr voll bei mir. Aber das sollte trotzdem eigentlich kein Problem darstellen. Das Essen lasse ich mal bei mir. So, die packe ich weg. Das packe ich weg. Da habe ich nämlich erstmal genug zu essen. Ich habe hier noch das. Ich habe noch irgendwie in einer der Taschen Kohle gehabt. Daraus mache ich mir gleich nochmal extra Fackeln. Weil es lässt sich doch ein bisschen leichter leben, wenn man Fackeln im Inventar dabei hat. Wie ich leider feststellen musste. Da muss ich mir nämlich nicht die Gedanken machen, dass ich meine Fackeln immer wieder abbaue, sondern ich kann sie auch einfach mal stehen lassen. So. Upsala, jetzt gehe ich da schon wieder rein. So. Jetzt gleich habe ich zwar meine erste Tasche leer, aber meine ganzen Truhen sind gleich voll. Und zwar genau jetzt schon. Hier, da geht noch so ein bisschen rein. Aber auch nicht so viel. Was habe ich da? Ach so. Die Truhe ist auch voll. Die Truhe ist auch voll. Jetzt habe ich ein Problem. Habe ich noch irgendwo Holz drin? Hier habe ich kein Holz. Hier habe ich Holz. Nehmen wir das gleich mal mit. Da ich mir ja auch, wie gesagt, ein paar Fackeln machen möchte. So. Nehme ich das. Und das, dann habe ich erstmal fast 50 Fackeln. Dann wollte ich. Noch hier ein paar Truhen basteln. So. Nein! Das war ein bisschen zu nah. So. Und so. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Den ganzen Scheiß hier wieder rein. Die Pfeile nehme ich mit. Das wollte ich nicht mitnehmen. Damit ist der erste Rucksack leer. Ich glaube, die Bücher, die schmeiße ich jetzt einfach alle in die Truhe erstmal rein. So. Und der Regen stört mich ja jetzt gerade gewaltig. So, die beiden Bücher. So, jetzt geht der Rest weiter. Ich habe jede Menge Magical Essenzen. Aber
leider noch keine Electrical Essence. So, habe ich ja sogar noch. Die habe ich wahrscheinlich noch auf meiner Tour mitgenommen. Die könnte ich eigentlich auch einfach mal setzen. So, ab ins Bett. Dann schließe ich gleich einfach mal mein Haus provisorisch mit Erde. Damit es einfach mal zu ist. So. So, das sieht ja schon fast nach einem heilen Haus aus. So, meine Truhen sind leer. Jetzt wollte ich nochmal eben gucken wegen Reparieren. Und dann geht's wieder weiter. Ich bin jetzt nur noch nicht ganz mir ganz im Klaren, ob ich Repair. So, weg damit. Reparieren. So. Den Helm. Mache ich noch Unbreaking drauf. Soul Tether, wenn möglich. Und dann habe ich auch schon wieder... Upsala. Eine ganz ordentliche Rüstung. Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Achso, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wieder ins Eisgebiet gehe. Weil eigentlich bin ich kein Fan von diesen ganzen Eisgebieten. Oder ich könnte auch einfach in die Richtung hier gehen. Einfach mal in den Wald ein bisschen rum. Und ich glaube, das würde ich auch bevorzugen. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so dieser Eisfan. Und dann kommt da hinzu das Spektakel mit den ganzen Eis-Dungeons, wo man dann die Eisblöcke zum Schmelzen bringt. Wie ich selber jetzt auch wieder mir klar geworden ist. Das kam ja nicht dadurch, dass meine Gegner gebrannt haben, sondern das kam ja eher dadurch, dass ich die Fackeln da gesetzt habe. Und das macht mir das alles ein bisschen unangenehm. Da bin ich dann doch lieber so ein bisschen gemütlicher, nimm die normalen Steintower, da kann mir nichts groß passieren oder mir nichts in die Quere kommen. Außer die Gegner, die ich natürlich treffe. So. Ja, was habe ich aufgesammelt? Ich weiß noch nicht was. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich will raus hier. Lass mich raus hier. Och, Glück gehabt. Ich hasse das Zeug. So. Weiter geht's. Zum nächsten Mal muss ich aufpassen. Am besten auf den Bäumen lang laufen, dann kann mir das nicht passieren. Oh, genau das hier. Nicht schon wieder. Na, sterbe ich jetzt? Ich glaube, ich sterbe. Ich bin tot. Treibsand sei Dank. Ja, das war's für mich, Leute. Ah, ist das schön. Damit ist mein Part nach 13 Minuten gut beendet. Meine Sachen sind natürlich weg. Tollerweise. Damit auch mein schönes Schwert und meine Rucksäcke und alles. Außer, ich glaube, meine Boots vielleicht noch nicht und mein Helm, aber egal. So, damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und tschüss.